Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder eventuell auch nur ein Let's Test hier auf dem Kanal. Wir spielen Insane, auch ein kleines Spiel von Viz Games. Es liegt auch leider, wie so andere Spiele auch, leider zu lange bei mir lagen, ungenutzt bei mir lagen. Liegt auch dieses Spiel schon etwas länger bei mir. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe es natürlich kurz angetestet, schon. Um das Level zu schaffen, musst du alle Ringe einmalig zum Explodieren bringen. Fülle dazu jeden Ring vollständig mit einer Farbe. Okay, das haben wir verstanden. Oder habe ich verstanden? So. Es geht in dem Spiel um Rätsel. Also, was heißt Rätsel? Ist so ein bisschen strategiemäßig, aber auch ein bisschen, ja, doch, Rätsel. Also, wir müssen die verschiedenen Level verschieden lösen. Komm schneller. So. Damit zum Beispiel in diesem, also wir haben eigentlich, fuck, das war falsch, immer mehr oder weniger unterschiedliche Aufgaben, die wir lösen müssen. In diesem Falle zum Beispiel das mit den Kugeln. Das ist ja jetzt nicht so sonderlich schwer. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier failen kann, aber bestimmt geht das. Ich kann das bestimmt. Und ich bin echt gespannt, wie viel Abwechslung uns das Spiel noch bringt. Aber ich denke schon, dass wir irgendwann mehr als nur das machen müssen. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das machen. Wie gesagt, wahrscheinlich wird es mehr ein Let's Test werden. Ach, den hatten wir schon. Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen. So. Hier fange ich am besten unten an. Ich denke, das macht es vielleicht ein bisschen leichter. Also ich weiß es nicht, ob es das leichter macht, aber ich könnte es mir eventuell vorstellen, wenn man die ganzen Kugeln nach unten durchreicht, dass es dann ein bisschen schneller geht. Vielleicht ist das auch totaler Schwachsinn, aber man wird sehen. Jetzt habe ich nämlich hier schon mal verkackt, das erste Mal. Und habe nämlich gar nicht gerafft, dass ich die Kugel hier nämlich schon. Ah, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Ach, Kacke. Huch, das war auch falsch. Mist. So. So, Nummer 1 hätten wir auch schon geschafft. So. Ich weiß gar nicht so richtig, also das wird wahrscheinlich ein sehr leises Let's Play, weil ich nicht genau weiß, was ich dazu genau sagen kann. Also, beziehungsweise was ich dazu sagen soll. So, welches hatten wir denn? Das hier hatten wir jetzt schon. Das auch.
Das hier unten noch nicht, oder? Huch. Das war falsch. Nein, nein, geh zurück, geh zurück. Kacke. So. Das Spiel ist, wie gesagt, auch von Viz Games. Gibt es auf Steam für 7,99 €. Link wird in der Beschreibung sein, so wie immer. Also. So. Die schicke ich einfach mal nach unten. Die hatten wir jetzt schon. Unten, das fehlt jetzt noch. Nein, das war doof. Auch hier ist es wieder eine Frage der Zeit. Der Landwirtschaftssimulator hat jetzt nicht ganz so lange gedauert, aufgrund von diesem Bug, den wir da hatten. Aber der sollte ja eh nur ein Letztest werden. Deswegen ist das jetzt auch nicht so mega dramatisch. Ich glaube, man kann hier tatsächlich sterben, kann das sein? Also, was heißt sterben, aber failen? Ist ja auch peinlich. Huch! Erstes Level. Nee, zweites sind wir schon. Yay! So. Nein. So. Ja, welches haben wir denn noch nicht? Nicht doof. Ich bin gerade etwas verwirrt. Das hier hatten wir noch nicht, oder? Mist, jetzt sind ja fast alle zu. Scheiße. So, jetzt muss die da oben rein. Komm, gib Gas. Hä, welches hatten wir denn noch nicht? Oh mein Gott, wie blöd. Hatten wir das hier schon? Nee, gut. Okay, nächstes. Okay. Ich gebe auch hier erstmal alle oder die meisten wieder durch.
Hier kann man sich, glaube ich, besser merken, welches man schon hatte, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht. Nein, zu langsam. So. So, das haben wir dann schon mal geschafft. Das Blaue gebe ich nach da weiter. So. Haben wir das nämlich auch schon durch? Diese komplett bunten Kugeln finde ich eigentlich auch ganz geil. Ganz cool, wenn man, dass man diesen Joker quasi hat. Nein! Mist! Mist! Falsch! Kacke! So, nochmal. Manchmal treffe ich nicht so ganz das, was ich eigentlich haben wollte. Zum Beispiel da. Das war jetzt nämlich zum Beispiel Kacke. So. Das hat sich auch erledigt. Jetzt haben wir das, das und das. Jetzt müssen wir das untere noch. Ist da was? Das dürfte ja jetzt eigentlich auch nicht so schwierig sein. So. Das war falsch. So, jetzt haben wir noch das unten. Schieben wir einfach alle roten darüber. Ja, das war clever. Egal, wo das jetzt hingeht. So. Gut. Level 3 auch geschafft. Ui. Okay. Mist. Hey, wie kommen die denn hier rüber? So. Nummer 1. Jetzt geht Rot gleich hier oben wieder rein. Scheiße. Das ist ja doof. Ich glaube, das wird schwierig. So, grün geht hier rein.
Mist. Kacke. Zu spät reagiert. Nein. Warum nur? Fall da rein. Nein. Nein, wieso? Ja, genau. Da musst du hin. So, das geht da oben rein, die blaue. Und dann haben wir ja das auch schon geschafft. Aber was ist denn mit denen hier? Mit diesen Dingern? Verstehe ich nicht so ganz, weil das kommt ja, kann ja nicht oben rein. Mist. Also, Nummer 1 hätten wir schon beide jetzt. Das ist ja schon mal was. So, jetzt kommt blau. Ne, kommt gar nicht blau. Als nächstes kommt blau. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen darauf achten. Also hier. Ah, kacke, wir sind... Ich glaube, nein, wir haben verkackt. Nee, doch nicht. Hey, Pro Gaming. So, was mache ich jetzt hier? Ah, ich kann die so rüberschieben. Klar. Easy going. Das ist ja geil. Ich hätte gedacht, ich habe jetzt verkackt. Gut, dann kann ich die schon mal da rüberschieben. Gut. Die geht auch dahin. So, nein! Nein! So, und das nächste. So, die geht auch dahin. So. Dann ist es ja doch nicht so schwierig, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Dann geht das ja sogar. So, jetzt noch die beiden. Schiebe ich einfach das Blaue mal hier runter. Ach, gut. Grün geht rüber. So, das geht auch dahin. Die geht auch dahin. So. Wo wollte ich denn jetzt? Ach, da. Ja, genau. Ich wollte hier hin mit meinen blauen Kugeln. Ja, das war falsch. So. Gut. Darüber. Die geht auch darüber. Die auch. Ach, die da unten muss noch. Okay. Sonst habe ich aber alle. So.
Nein. Ach Mann. Ach, manchmal bin ich echt doof. Also oft. Sehr oft. Na. So. Gut. 4 Level haben wir geschafft, glaube ich. Oder waren es 5? Ich weiß es gar nicht. So, wir haben jetzt eine neue Aufgabe und die lösen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss.